Hallo zusammen, Manu Autor ist Autor im wunderschönen Wald, in der natürlichsten Klimaanlage der Welt. Draußen ist es 32 Grad heiß und da drin ist es einigermaßen schön kühl. Und ich nehme mal mit zu mir im Wald. Manu Autor ist Autor, schön bist du wieder dabei. Wasser, heute mega, mega, mega wichtig. Stichfrei, Ballistol. Mega wichtig momentan, so viel Mucke. Buschbox ist auch schon parat. Heute ist aber eine spezielle Situation, weil es wird wahrscheinlich der letzte Tag sein, wo ich das so kann, machen kann, hier im Wald, weil es sehr trocken ist und wir bereits schon auf einer erhöhten Waldbrandgefahrstufe sind. Und zu erwarten ist, dass in den nächsten Tagen auch dann ein Feuerverbot im Wald ausgesprochen wird. Und so will ich jetzt einfach nochmal mit euch nochmal geniessen und euch teilhaben lassen an dieser Zeit. Es gibt heute ein kurzes, aber schönes Video hier im Wald. Und ziehen wir das mal rein. Das hat sich voll gesprengt. Das ist halt Kieferholz, das ist auch sehr leichtes Holz. Hat sehr viel Wasser drin gehabt und jetzt ist das ganze Wasser weg und es ist wirklich extrem, extrem leicht und ja, teuer auch. Also. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir wieder mal ein bisschen Manu Autor, das Gelaber. Manu Autor ist doch auch wieder mal schön, oder? Vielleicht, wenn ihr es vermisst habt, schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Und wer mir sonst übrigens mal möchte schreiben, kann das sehr gut auf Instagram machen. Manu Autor, und wenn ihr irgendwie Wünsche oder Anliegen habt, dann schreibt es rein. Dort kann man mich am besten erreichen. Ja, gerade im Moment schön, was da gerade so ein bisschen ist. Es ist kühl, obwohl es außerhalb vom Wald heiß ist und es hat keine Mucke oder fast keine Mucke. Für die ist es auch zu heiß. Für Tiere und Insekten ist es momentan zu heiß und sonst wäre alles voll. Also ich kann euch sagen, vor 3 Wochen würde ich jetzt nicht hier filmen. Es wäre unmöglich gewesen. Also ich wäre 100 Mal gestochen worden. Darum habe ich immer das Feuer gemacht. Aber jetzt ist es wieder ruhig. Ja. Aber das kommt alles wieder. Oh, aber ja, wenn wir davon reden können. Das Hirschlüsse werden wahrscheinlich auch bald wieder kommen. Und Wanzen hat es da auch viel. Man schmeckt es dann halt ein bisschen. Und die einen oder anderen Wanzen nehmen halt ein bisschen heim. Ja, das letzte Video habe ich vor 2 Monaten rausgebracht. Video, das rausgebracht wurde. Mittlerweile habe ich noch ein anderes Video gemacht. Das ist aber noch im Schnitt von einem Goldschiff-Treffen. Das will ich jetzt länger, und darum habe ich bis jetzt auch noch gar keine Zeit gehabt, um mit dem Schnitt anfangen. Wird aber rauskommen und dann sehen wir es natürlich dann auch. Prost miteinander trinken ist wichtig, vor allem jetzt, wenn es so heiß ist. Ich habe 3 Liter Wasser dabei. Nicht nur für mich, sondern auch zum Feuer machen, weil es halt so ein bisschen kritisch ist und wird das letzte Mal sein, wo ich so wie das für mache für die nächsten paar Tage oder Wochen. Definitiv. Und einfach zum Safe sein habe ich definitiv genug Wasser dabei. Ja, die letzten paar Wochen habe ich nicht so viel Zeit gehabt, um im Wald zu gehen und vor allem gar nicht so viel Zeit gehabt, um ein Video zu machen. Weil ich so ein bisschen meine Ressourcen konzentrieren und bündeln. Momentan braucht es mich einfach extrem stark in meinem Geschäft. Ich bin selbstständiger Fotograf. Könnt ihr mal reinschauen auf freshpixel.ch. Und dann sehen wir so ein bisschen, was ich da mache. Und dort ist jetzt einfach gerade so eine Zeit, wo es mich einfach braucht, wo ich muss vorwärts preschen, sage ich jetzt einmal, wo ich muss alles geben. Ich bin zwar viel im Wald, aber dann habe ich einfach keine Lust, um noch filmen, weil ich möchte es da ein bisschen geniessen und oben runterfahren. Das brauche ich dann als Ausgleich. Und das Filmen ist halt doch auch immer noch ein rechter Aufwand und anstrengend. So, jetzt fertig geschnurrt. Jetzt würde ich sagen, mal Fürli machen. Thank you.
Problem ist momentan, der Boden ist extrem trocken und mit meinen Vorrichtungen, mit dem Potholder, den ich habe, ich habe ein paar Potholders, es funktioniert gut, der Boden ist sofort trocken, jetzt muss ich das Ding reinschlagen, das ist, ja, das ist nicht einfach. Also nur schon mal das Holz, das hier anliegt, das reicht locker zum 2, 3, 4 Tage kochen. Also nur für das, was ein bisschen Müll ist von sonst damit. Wo am Boden liegt und nass ist, ist jetzt sehr, sehr trocken. Ja, jetzt gesehen, man muss da grausam aufpassen. Das ist krass, eine mega Flamme mit ein bisschen Holz, einfach zack zack, ein bisschen gesägelt und so. Und das ist halt alles wirklich trocken. Und wenn es so weitergeht, dann ist es wirklich für die Bäume und für die Natur da nur eine ganz krasse Belastung. Ich hoffe, dass mal die ersten Sommergewitter kommen. Ja, aber das ist schon heftig da. Ja. Am besten wäre jetzt einfach so ein bisschen Asche. Ein bisschen Holz holen. Aber ich glaube, ich muss da gar nicht mehr gross Holz nachwerfen. Das reicht locker für einen Tee. Ja. Mein Potholder ist genial. Der ist wirklich super gut. Den hängt man hier oben ein und hier unten so. Und dann kommt man so in den Kran. Das funktioniert super gut. Aber eben wenn der Boden halt wirklich furz trocken ist, wobei ich weiß gar nicht, ob ein Furz immer so trocken ist, aber ja. Dann ist es ein bisschen tricky, zum den Innenschlag im Boden, der Dings, und das hebt dann auch nicht so gut. Und ja, ist richtig schön die Weite, die wir jetzt mal haben, oder? Jetzt kann ich mal ein bisschen mehr zeigen. Es ist ja alles schön dicht und bewachsen. Das ist das Schöne am Sommer, dass einfach alles grün und saftig ist und ja, es ist auch nicht so laut. Ja, so ist das mega schön auch im Sommer. Hat halt ein bisschen weniger Licht, aber ja. Irgendwie Zitronen, das ist immer gut. Es ist keine Schande, einmal irgendwie einen Teebüttel zu nehmen oder halt irgendwie einen Kaffee machen. Das ist auch, ja. Ich gehe ja nicht jedes Mal die Bohnen da malen. Von dem alles gut. Ich war vorgestern im Wald und es war mega schöne Abendstimmung war. Ich hatte noch ein Rehböckli gehört schimpfen am Abend. Also so ein bisschen aufmüpfig, so ein bisschen. Es ist noch nicht Brunftzeit. Es ist noch nicht erst Mitte Juli. Jetzt ist ja noch Mitte Juni. Aber ich glaube, der probiert es schon mal ein bisschen aus. Ich glaube, der ist schon ein bisschen so am sich abgrenzen in der Pubertät. So hat es ausgesehen, hat Hörnchen oben gehabt und so. Ich glaube, der ist so ein bisschen am Abchecken. Ich war mega leislich und habe ein bisschen geschaut und so. Ja. Das Schöne ist im Stadtwald. Bis am Stadtwald ist, dass die Geräuschkulisse relativ gross ist. Ich sage jetzt mal die Emissionen und durch das das Rauschen einfach sich da überall verteilt. Und ich falle dann nicht so auf. Ich schaue natürlich schon immer auf die Windrichtung und so weiter. Aber ich erlebe sehr viele Wildtiere da, sehr viele Rehe. Es hat hier eine Rehfamilie und es ist immer mega schön. Und ich bin da mega happy und glücklich, dass ich hier da in diesem Wald kann sein, darf sein. Und ich sehe eigentlich fast jedes Mal, sehe ich Rehe. Also wenn ich am Abend bin, dann kommen immer Rehe. Also wirklich fast jedes Mal. Und sie kennen mich wahrscheinlich auch schon vom Duft her. Es ist alles schon markiert da. Sie wissen, wo mein Revier ist und wo ihr Revier ist. Und ich schaue jetzt mal ein bisschen auf zu ihnen. Und die sind jetzt sicher ein bisschen am Chillen und am Hängen. Und nachher, wenn es unten so langsam runtergeht, kommen sie raus und gehen ein bisschen grasen und so. Das ist echt jeden Abend. Das ist sehr schön. Ja, auch wenn man im Wald ist und sich halt Tiere beobachten, wie jetzt auch das letzte Video mit den Füchsen. Also wer das noch nicht gesehen hat, schaut es mal an. Mit den Füchsen, ich bin nicht mehr da gewesen. Ich kann auch bewusst nicht mehr dort hingehen, um es irgendwie zu stören oder so. Was mit ihnen passiert ist, weiss ich nicht. Das weiss man sowieso nicht in der Natur oder in der Wildnis. Man weiss es nicht und man ist halt ein Stück weit sich selbst überlassen. Und da eingreifen wäre wahrscheinlich auch falsch. Ja. Gut, Ingwertee mal etwas anderes als nur Koffein. Das ist schon genug heiß.
Hey, und es wäre mega cool, wenn mich noch mehr Leute würden unterstützen, wenn du mich würdest unterstützen und du vielleicht noch nicht Abonnent bist. Ich würde das sehr schätzen, so ein bisschen als Feedback auch. Und als Wertschätzung, ich meine, ich verdiene nichts mit diesen Videos, ich mache das für mich. Und aber auch für euch, das ist ja nicht nur für mich. Wenn ich es für mich machen würde, allein, dann würde ich es nicht publizieren, sondern ich würde es irgendwie auf den Speicher und der Zeit und selber anschauen und so. Schöne Vögel übrigens. Ja, und wenn du mich möchtest unterstützen, das wäre mega cool, dann mach das. Zumindest mit einem kostenlosen Abonnement und einem Like und ja. Also richtig cool und mach Werbung für Manu Outdoor und tu mich weiterempfehlen und schick den Link noch anderen Leuten, die auch gerne auch Outdoor unterwegs sind und dann kann man das so teilen. Ja. Ja, jetzt ist gerade so eine spezielle Stimmung, so ein Wetter, man merkt, es ist sehr viel Feuchtigkeit umeinander in der Luft, es ist so ein schwül, so ein blaulicher Dunst und so. Ja. Und ich denke, es kommt bald Gewitter, ich muss jetzt langsam nach Hause gehen. Apropos Wetter, ich kenne mich ja mit dem Wetter relativ gut aus. Ich bin Gleitschirmpilot und das Wetter ist immer ein zentraler Punkt und ich beobachte das Wetter jeden Tag. Und es wäre vielleicht noch spannend für euch, ich weiss nicht, so ein bisschen über Wetter mal etwas zu erfahren. Wenn euch das interessiert, so ein bisschen mit Sturmgefahr und Wetter abschätzen, Hochdruck, Tiefdruck, Gebiet und wo fließt die Luftströme an und so, wenn dich das interessiert, dann schreib es doch mal in die Kommentare rein. Also schreib, ich will Wettervideo. Dann mach mal ein cooles Video über das Wetter oder so. Oder auch, wie man die Buschbox am besten einheizen kann bei gewissen Wettersituationen. Und da habe ich ein paar Tricks. Das wäre eh, eigentlich hätte ich ein Video darüber machen, aber ja, jetzt ist die Buschbox-Zeit langsam vorbei. Ja, nur so als Tipp, Buschbox hat eine Öffnung. Und die Luft geht in die Öffnung rein und dreht die Buschbox einfach in die Seite, wo der Wind herkommt. Wobei ich auch sagen muss, dass der Wind im Wald sich komplett anders verhält als sonst. Wenn man eine generelle Windströmung hat, oh, jetzt fange ich schon an, Windströmung hat, dann gibt es im Wald Verwirbelungen und die gibt es immer. Und der Wind ist anders. Der Wind kann sich innerhalb von 5 Quadratmeter komplett ändern. Und wenn man ein Shelter hat, hat man sowieso Verwirbelungen. Und das wäre mal ein cooles Thema. Genau, das wäre noch geil, oder? Also gut. So, sind wir noch mit dem letzten Schluck hier im Wald mit einer Buschbox führen. Und wer weiß, vielleicht kann ich das einen Monat lang dann noch weitermachen, vielleicht aber auch 2 Monate nicht mehr, wie letztes Jahr, 2-3 Monate nicht mehr. Also, liebe Abonnenten, danke vielmals, dass ich dabei bin mit Manu Outdoor. Auch dann, wenn mal kein Video kommt, das gibt es halt damals auch, oder? Ich meine, es ist alles kostenlos, ich verdiene nichts dabei und ich muss halt auch schauen. Das ist klar, oder? Aber schön, sind ihr dabei und wenn ihr dabei seid, ist es vor allem cool, wenn ihr auch ja, mal etwas in die Kommentare schreibt oder sonst und so. Also, ich wünsche euch ganz eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Das nächste Video, ich bin hier am Mucke beobachtet. Es hat mich heute noch kein einziger Mucke da gestochen. Und das ist sensationell, das habe ich so noch nie erlebt. Ich glaube, es kommt langsam gut regnen. Ich glaube, ich spüre das so ein bisschen. Anyway, also, bis bald wieder mit Manu Outdoor. Aus dem Wald? Nein, doch, halb aus vom Fluss Goldschiffe treffen. Das ist cool, das ist richtig cool gewesen. Ja. Und an dieser Stelle nur einen lieben Gruß an Celina, die zwar nicht mit Goldschiffen zu tun hat, aber ich habe ja gesagt, ich richte einen Gruß aus und dann machen wir das an. Also, tschüss zusammen mit Manu Outdoor, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!